Namaste, Namaste, herzlich willkommen beim KIMI Report an diesem Freitag, schon der 3. Februar 2023. Nur ein kurzes Video, eine kleine Vorschau auf das Wochenende. Der Teaser am Samstag um 12 behandelt nochmals die zweite große Revolution in Deutschland nach dem Reichstagsturm im August 2020. Nun, dieser Reichsbürgerputsch schauen wir uns nochmals an mit seinen Auswirkungen. Und am Sonntag dann, ihr wisst, es gibt jetzt immer noch Maskenurteile von 100 Franken bis 3000 Euro bis zu Gefängnisstrafen, Berufsverbote und so weiter. Und wir schauen noch einmal ein bisschen auf die Wissenschaftlichkeit, auf Meta-Analysen, auf große Studien. Was hat denn diese Maske wirklich gebracht als Infektionsschutz? In Deutschland fällt ja jetzt auch im ÖV die Maskenpflicht. Also das ist ja doch wieder mal ein kleiner Sonnenstrahl, auch im winterlichen Europa. Also freut euch drauf. Ich hoffe, der Mix da mit den Sachen, die wir noch in Basel gemacht haben und den aktuellen Berichterstattungen hier aus Südafrika, alles beim Alten. Wir sind wieder schlechter dran. Wir sind jetzt wieder Stage 5 oder Stage 6. Mit den Stromausfällen, aber man schlängelt sich so durch, sagen die Paviane auf der Straße. Am Montag, Dienstag, Mittwoch sind wir dann 3 Tage, auch aus einigen terminischen Gründen, in Kapstadt. Ich hoffe, dass ich dann wieder ein schnelleres Netz habe, dass ich nicht 5 Stunden und 10 Minuten brauche zum Hochladen, wie bei diesem Amandla Avetu-Video. Also da wird man fast narrisch und man kämpft natürlich gegen die Zeitlimite, dass dann nicht gerade der Strom abgestellt wird, wenn 90% des Videos hochgeladen sind. Wenn ihr seht, ich habe ein bisschen Ringe unter den Augen, das ist nicht, weil ich krank bin, sondern ich hatte wirklich so einen Raptus. Ich hatte richtig Lust, mal schon die ersten Gehversuche mit dem neuen Kabarettprogramm zu machen, habe dann sehr lang in die Nacht hinein gelernt und das auch einer Statue dann erstmals erzählt und darum ein bisschen müde. Aber es ist ja das Wochenende vor der Tür und man kann ein bisschen powernappen und so weiter und so fort. Ja, also lasst uns nicht im Stich, bestellt ein paar Tickets, das baut uns immer wieder auf, den Jean-Marc und mich, natürlich auch Niklas und meine Frau. In diesem Sinne, guten Start ins Wochenende und ja, bis sehr bald. Schön, dass ihr bei uns seid. Amandla Avetu, alle Macht dem Souverän, mein Name Marco Caimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die, die es bleiben wollen und die es noch werden möchten. Ciao zusammen, macht's gut.